Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Project Cars. Und ja, wir waren ja hier letztes Mal stehen geblieben in der WMD Euro Track Day Trophy. Ja, wir dürfen leider immer noch keine Karts fahren. Und ja, wir sind in Zoll da und ja, da gucken wir auch erstmal. Oh ja, wir dürfen uns einen Wagen auf jeden Fall auswählen. Okay, also wir hatten hier den Ariel, den Atom. 300 Supercharged, aber ich glaube, da mit dem werde ich sehr viele Probleme haben. Da hätten wir den R8, dann hätten wir wieder den BAC Mono. Dann hätten wir noch den Caterham, den Open Wheeler wahrscheinlich, genau. Super Light R500. Dann noch den Benz und ja, den SLS AMG. Und dann noch den Ruf, der aber kategorisch jetzt erstmal ausscheidet, weil den sind wir ja schon gefahren. Wisst ihr Bescheid. Ich tendiere wirklich diesmal zum R8, muss ich sagen, liebe Leute. Astori Blue Crystal. Ja, ich bin am überlegen. Hat der nichts? Oh, wir nehmen ihn mal in dem Grau. Da schaut er geil aus. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir den. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum Qualifying simulieren. Und dann gehen wir wieder ins Qualifying rein. So, Zolder. 4,01 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch Zolder noch nie gefahren. Ja, muss man mal gucken. Ich hoffe natürlich nicht, dass es erstens mal regnet und zweitens mal Nacht ist. Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich eigentlich um keinen Preis. Aber ich denke mal, man könnte es leider nicht verhindern, wenn es so wäre. Aber ja. Ich würde damit wahrscheinlich auch klarkommen, aber ja. Ich hoffe mal, dass es nicht in Kraft tritt. Aber das wird es nicht. Das wird schön strahlender Sonnenschein sein. Ja, schön mittags 14 Uhr. Und ich hoffe auch, dass der R8 gut zu fahren ist. Aber da bin ich guter Dinge, weil der R8 GT3 schon gut zu fahren war. Leicht bewölkt. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir rein. So, yo, go, go, go. Da gehen wir raus. Wenn ich gerade auf die Streckenkarte gucke. Sehr, sehr interessante Boxengasse auf jeden Fall. So wie das ausschaut. Ja, aber zumindest mal kein Regen, schön strahlender Sonnenschein, so wie ich es mir gewünscht habe. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir auf die Strecke klarkommen. Ich hoffe ja mal schon. Ja, vor allem sehr, sehr lang die Boxengassenausfahrt. So. Ah, jetzt können wir Stoff geben. Und ich habe auch Curse, aber ich weiß nicht, wie ich das einsetze. Ich habe schon gerade. Shit, habe ich untersteuern, Alter. Ich wollte gerade schon Kreis drücken, aber es hat irgendwie nicht gemacht. Also ich weiß, dass es bei der Formel 1, bei den Formel A-Wagen ist es Kreis. Alter, der hat ja untersteuern vom anderen Stern. Was denn das? Was denn das? Der 8 hat doch normalerweise 60, 40, oder? Nee. 40, 60. Vorne 40, hinten 60. Jo, geile Schikane hier. Oh Gott. Na, habe ich schon wieder mal die falsche Fahrzeugwahl getroffen hier. So. Gott, Alter, was sind denn das hier für Schikane, ey? Heilige Mutter Maria. Hier musste ich jetzt auch noch mal kurz lupfen. So, und hier gehen wir auch noch mal gut quer durch. Nee, viel zu spät. Keine Chance. Alter Schwede, ey. So. Ja, also interessant auf jeden Fall. Der R8 und die Strecke. So. Hoppa, hier rum. Jetzt gehen wir doch auf Start und Ziel wieder, oder? Ja, so ist es. Jetzt schauen wir mal, was die erste Runde so sagen wird. Wahrscheinlich werde ich erstmal gnadenlos rausrutschen, so. Könnte ich mir vorstellen. Ah, geht sogar. Würde ich sagen, perfekt genommen, die erste Kurve. Ah, es war nur die erste von vielen. Gott, wie es mich da rausträgt. Ey, da habe ich doch gar keine Chance. Ich bremse, lenk ein und... Jo, das Auto sagt, ich fahre mal geradeaus.
So, und am Driften bin ich auch wie ein Weltmeister. Der Caterham bedankt sich und kommt näher. So, und das wird nicht abgekürzt, Alter. Krass. Ich dachte schon, ich hätte jetzt abgekürzt, aber... Nö, dem war nicht so. Nein, jetzt bin ich... Alter, das ist doch unmöglich. Ja, auch wie... Ich komme hier kaum mit, ich komme hier kaum rum. Hier muss ich wieder vom Gas gehen, weil ich einfach nicht so fahren kann wie der Caterham vor mir. Guck, wie der wegzieht. Ist sofort weg. So. Und hier sind halt auch nicht so Geraden, wo ich sage, ja, da kann ich viel Zeit rausholen. Es gibt sie halt einfach nicht. Das ist das große Problem. So. Komm schon jetzt. Ja, ach komm, zeig mir, was du jetzt mal drauf hast, Mensch. Ja, die Runde wäre eh nicht gut gewesen. Ja, sehr gut. Erste Kurve hat wieder gepasst. Sehr gut, komm schon rum. Rum im Auto. Sehr schön. Aber immer diese Scheiß untersteuern. So. Jetzt gucken wir mal, was Sektor 1 sagt. Was Sektor 1 sagt. Ja, Sektor 1 sagt 38,4. Ich glaube, auf 38er Niveau war ich auch in der letzten Runde. So, und bremsen. Dass ich die Kurven hier gescheit kriege. Bis jetzt schaut's gut aus. Aber ich glaube nicht, dass der Caterham vor uns auf einer schnellen Runde ist. Glaube ich jetzt mal. Glaube ich nicht. Weil der ist nicht gerade wirklich schnell unterwegs. Ja, und man sieht es hinter mir, der BRC ist auf einmal dran. Heilige Mutter Maria. Das ist nicht das richtige Auto hier. Da bin ich gegen diese Track Toys, so nenne ich sie jetzt mal, bin ich absolut unterlegen. Da habe ich keine Chance. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir in der gleichen Klasse fahren. Ja, ich lasse Platz 10. Auch wenn es nicht Platz 10 bleibt. Doch, es bleibt Platz 10. Oida. Ja, Road B. So, ja. Also, wir sehen die ganzen Aerials und alles Mögliche ist halt eben vor uns. Und BAC und KTM, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, ich bin auch irgendwie der einzige R8 hier, wenn es mich nicht täuscht. Ist natürlich super, aber ich würde sagen, gehen wir weiter zum Rennen. Lassen wir uns dadurch jetzt nicht aus dem Konzept bringen, aber ich sehe da nicht unbedingt grün, sondern eher schwarz. So, ja, und vor allem, wir haben ja auch noch den R8er nächstes Rennen auch noch an der Backe. Aber, wir packen das schon. Ja, wir müssen jetzt, ich muss jetzt eins mit dem Auto werden. Gegen diese überlegenen Track Toys. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Ah, der Start verläuft ja mal richtig zu unseren Gunsten. Heilige Mutter Maria. Könnte ich ja mal richtig rausholen gerade. Jetzt ist innen eine wieder durchgezogen. So. Ja. Aber wir konnten uns schon mal auf vierten Platz setzen. Das ist nicht schlecht. Aber auch nicht unbedingt gut. Weil ich auch gerade so quer durch die Kurve bin, dass alles zu spät ist. Und ich glaube, ich muss diesen vierten Platz jetzt mit allem, was ich habe, verteidigen. Weil ich glaube nicht, dass nach vorne so viel gehen wird. Ich konnte jetzt zwar durch die Schikane gut aufholen, das ist aber... der einzige Platz sein, wo ich wirklich eine Chance habe gegen die in den Schikanen beim Anbremsen. Ich weiß jetzt nicht,
warum das genau so ist, aber ich konnte auf jeden Fall richtig gut jetzt gerade hier mithalten. Top 3 wäre natürlich brachial geil. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. So. Und ab die Post. Wir können uns doch ganz gut halten. Also wundert mich, um jetzt mal ehrlich zu sein. Wundert mich wirklich. So. Wundert mich wirklich. Aber wir können uns richtig gut hier halten. Richtig geil. So. Da haben wir uns das erste Mal so ein bisschen innen gezeigt, aber dann direkt eine ganz weite Linie musste ich leider gehen. Und hier, das ist meine Untersteuernkurve. Das ist meine Untersteuernkurve hier. Das ist nicht geil. Jo, und dann geht er innen durch. Der BAC. Da hatte ich gerade mal keine Chance, aber den holen wir uns in der Schikane zurück. Den holen wir uns an der Schikane zurück. So. Das war jetzt zwar ein bisschen abgekürzt, aber ist mir wurscht. Den vierten Platz wollte ich halten. Man sieht auch vor dem Aerial vor uns, da ist nichts mehr. Da sind die... Die BACs sind da doch eine Welt für sich fast. So, jetzt konnte ich... Ja, ich habe natürlich leicht abgekürzt. Shit, Mann. Ich kann nicht richtig einlenken wegen dem. Ich konnte jetzt nicht einlenken wegen dem Kerl. Das hat man ganz klar gesehen. Ich lenke so ein. Passiert da erstmal nichts. So. Ja, jetzt ist trotzdem der eine BAC konnte durchschlüpfen und gegen die habe ich gar keine Chance. Man sieht es direkt, wie sie wegziehen. Also. Da müssen sie schon einfach vom Fahrerischen her nicht so gut sein wie ich und das sind sie aber halt trotzdem. Ja, also können wir mit dem vierten Platz echt dann ganz gut leben, zufrieden sein. Hier komme ich halt wieder komplett quer. Und ja, ich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt gleich noch eine Position verlieren würden. Aber ich versuche jetzt immer die Innenlinie dicht zu machen. Was mir wenig gelingt. Ja, und dann ist er durch. Und schon ist die Rundenzeit wieder ungültig, wegen dem bisschen Abkommen von der Linie. Ei, ei, ei. So, jetzt ist die Frage, können wir uns den BAC nochmal holen oder nicht? So, aha, 1 gegen 1 hier. Aber ich habe doch mehr bessere Beschleunigung, das wundert mich jetzt wirklich. So, ja, jetzt hat er einen Treffer von mir gekriegt, weil... Ja, da ein bisschen in meine Linie gefahren ist. Nein, jetzt dreht's mich. Komm rum. Ja, jetzt schlüpfen sie natürlich alle durch. Jetzt bin ich nur noch 9. Also sind die ganzen Open Wheeler. Ich bin irgendwie das einzige Auto hier. Was halt auch schon viel zeigt. So. So, aber ganz so leicht lasse ich mich nicht schlagen hier. Ganz so leicht lasse ich mich nicht schlagen. Der ist zwar weit rausgekommen nach meinem Manöver, aber trotzdem. Ich lasse nicht locker. Jetzt ist es leider nur noch die Gerade. Und ich komme nicht so wirklich näher und die Ziellinie kommt schon gleich. Schade. Ja, das war's. Oh, ja, das ist blöd. Ihr seht es, der Ruf ist auf Platz 12. Ich will gar nicht wissen, wo der Benz ist, auf 15, ja. Und dann hier unten tummelt sich halt der Rest, Ruf, 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 Mercedes, Ruf, Mercedes und noch ein Mercedes. Also, ja, nicht so wirklich eine Chance, obwohl ich eigentlich mit dem Ruf ja eigentlich auch immer ganz gut unterwegs war, auch gegen diese Open Wheeler. Nur irgendwie sind die da einfach richtig krass gerade.
Fragt mich nicht, liebe Leute, an was das liegt, aber irgendwie scheinen die da besonderen Trick zu haben. Aber gut, gehen wir in den Kalender, ziehen direkt das zweite Rennen auch noch durch, würde ich sagen. Ach nee, jetzt kommt mal Dubai Kart Masters Cup. Ja, krass. Okay. Jawohl, endlich dürfen wir hier mal Supercard fahren. Das ist ja mal richtig geil. Und sogar Qualifying. Okay, fahren wir da auf 70 oder auf 80%? Fahren wir, ja, fahren wir erstmal auf 70 und dann schauen wir, wie es läuft. Ich werde auf jeden Fall Qualifying simulieren. Also bis zum Qualifying simulieren und dann am Qualifying teilnehmen. Ja, das ist ja geil. Und damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Nicht mehr in dieser Folge. Ich habe gedacht, nächste Folge kommt dann vielleicht endlich mal Kart. Aber ist super. Finde ich super, super, super. Dann schauen wir natürlich jetzt mal, ob wir da ganz gut reinkommen in die Karts. Bin ich auf jeden Fall schon mal gefahren. Die Karts. Und ja, ging eigentlich. Diese Supercards, die 250 Kubik. Würde ich sagen, gehen wir rein. Sind auch nur 12 Leute und direkt als Erster auf der Strecke. Muss aber auch euch allerdings sagen, ich bin Dubai. Das ist so ein schwarzer Fleck noch auf meiner Project Cars History. Noch nie gefahren, Dubai. Also, und die gehen richtig ab, liebe Leute. Hier, seht ihr das, wie die abgehen? Diese Cards, die gehen... Alter, die gehen richtig steil. Die gehen richtig steil auf jeden Fall. So. Und haben natürlich jetzt erstmal wieder Untersteuern, Übersteuern, alles. Weil natürlich die Reifen noch kalt sind. Und oh, shit, 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 shit. Ach du Scheiße, was sind das für Schikanen hier? Heilige Mutter Maria. Okay. Also, yo, danke. Wollte gerade sagen, die 70% Cards, die haben es auf jeden Fall in sich. Weil wie der hier schon durchzieht hier. Ich will nur ganz gemächlich meinen Reifen auf Temperatur fahren. In meiner Einführungsrunde, in meiner Outlap, aber wäre ich direkt mal geschnupft und die gehen wirklich bis 260 hoch, die Cards. Im Windschatten vielleicht noch ein Ticken mehr. Jawohl. So, erste Kurve konnte ich mir direkt schon mal wiederholen. Das ist super. Das war zu weit. Ist ja schon wirklich ein kleines Duell hier. Das ich aber noch zu verlieren scheine. Weil die hier einfach viel zu schnell sind. Die sind hier über diese Curbs, waren die gerade viel zu schnell für mich. So. Alter Schwede. Jetzt gehen sie alle in die Box. So, ich fahre noch. Ganz klar. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe absolut keine Referenzzeiten. Jetzt ist mein Problem. Das ist mein großes Problem. 58,3. Schauen wir mal. Ja, schon wurde ich geschlagen. So, deswegen heißt es, nochmal Gas geben. So, 13. direkt nochmal im ersten Sektor. Oh, passt. Die geht voll, das ist gut. So. Nein, 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 nicht drehen. Shit, das war jetzt blöd. Trotzdem 1,5 Sekunden herausgeholt, trotz meinem fetten Quersteher. Interessant. Ja, auf jeden Fall ist die Runde relativ kurz. So viel kann ich schon mal zu Protokoll geben. Boah, zum Glück haben sie mir die Runde nicht abgenommen. So, jetzt bin ich aber auf 1. Sollen wir das mal so lassen? Ich glaube, das lassen wir mal so. Und schauen wir mal. Ja, wohl, auf 1 geblieben mit einer halben Sekunde Vorsprung. Taugt. Weiter zu Sprintrennen. Oh, ist es da nur eine Runde oder was? Sprintrennen? Ne, 2 Runden. Okay, alles klar, geh mal rein. Interessant auf jeden Fall. Vollgas, ganz klar.
Top. Die Wette gilt. Und Start locker flockig geworden. Aber direkt mal eine Sekunde Vorsprung bis zum Anbremspunkt so ungefähr. Ja, haben wir sogar. Krasser Scheiß. So. Jawohl. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Jawohl, wunderbar. Nice. Hier aufpassen, weil das sind Stellen, wo es dich sehr leicht umdrehen kann. Glaubt es mir das, Leute. Da habe ich gerade den Kurvenscheitel ein bisschen verpasst, deswegen musste ich da noch ganz kurz lupfen. Tito mit Kurvenscheitel hier. Geben sich die Hände. So, aber da können wir jetzt hoffentlich in der Runde nochmal eine gute, schnelle Runde in den Asphalt brennen. Hoffe ich jetzt mal. So. Jawohl. Erste Kurve hat wunderbärchen gepasst. So. Zweite Kurve auch sehr gut. Dritte Kurve auch. Wunderbar. So. Vorderreifen sind schon wieder auf Übertemperatur. So, diesmal geht die auch voll. So wie es sich gehört. So. Und dann ab ins Ziel. Sehr gut, das zählt noch nicht zu abkürzen, das ist wichtig. Und da haben wir es geschafft. Sehr nice. Wunderherrlich. Ich denke, da können wir bald auch auf 80% KI-Stärke gehen. Ich denke mal, das wäre kein Problem für uns. So, wunderbar. Ach, weiter zum zweiten Rennen, okay. Ja, klar, das fahren wir natürlich auch noch direkt. Alles klar, fliegender Start. Warum zeigt meine Anzeige N? Ich hoffe, das bleibt nicht so. Aber wenn jetzt ein neutraler Schalter ist, wäre blöd. Bleibt aber nicht. Okay, sehr gut. Alles klar. Und direkt mal die Führung behauptet. Wunderherrlich. Und er dreht einfach bis 13.000 Touren hoch. Das ist auch schon krass. Fast wieder eine Sekunde Vorsprung am Ende der Geraden. So. Rutsche ich ein bisschen sehr weit raus, aber kein Problem. So. Bis jetzt passt's. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. So. Jawohl. Shit. Was? Teamkollege ist auf 6. Position. Seit wann habe ich Teamkollegen? Das war jetzt blöd, was ich gerade gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal ausbügeln kann. So. Ja, ich bin auf 4 jetzt. Und der erste hat einen Riesenvorsprung. Ich glaube, dass ich das leider nicht mehr ausbaden kann. Also ich muss das ausbaden, aber ich kann es nicht ausbügeln. So, da konnte ich jetzt nochmal gut reinstechen. So. Eieiei. Also unkontrollierbar sind die nicht, aber es ist schon tricky. So. Das passt soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine neue schnellste Runde wird von mir. Kann ich euch jetzt nicht genau beantworten, aber ich denke mal schon. Weil ich konnte den Abstand nach vorne auf jeden Fall verringern. Ist halt nur der zweite Platz, aber ich denke, Qualifying und schnellste Rennrunde gibt auf jeden Fall auch Punkte. Und ja, das sollte das dann ausgleichen. So, genau so ist es. 17 Punkte. Ja. Genau. Chris Easy Racer Qualifying, erstes Rennen und zweites Rennen. Wunderherrlich, und da sind wir Champion. Jawohl, in der Dubai Kart Masters Cup.
Passt. Sehr schön. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir haben es für die Folge. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sag ciao, servus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Also, liebe Leute, bis dann.